Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom Money Glitch zeigen. Ja, mit dieser Variante braucht ihr auf jeden Fall ein Deathbike, voll aufgetuned. Das Deathbike könnt ihr euch einfach auf der Arena War Seite kaufen. Wie gesagt, das müsst ihr euch komplett auftunen. Dann bekommt ihr bis zu 1,3 Millionen pro verkaufte Kopie. Ebenso benötigt ihr noch einen Bunker, im Bunker eine MOC, in der MOC braucht ihr auf dem dritten Stellplatz Lager für ein persönliches Fahrzeug. Ebenso braucht ihr noch ein Motorradclubhaus und in dem Motorradclubhaus müsst ihr euch dann die Vortex Motorräder kaufen. Die findet ihr auf Southern San Andreas und ja, für jedes Vortex mit Motorrad bekommt ihr dahinter eine Kopie, deswegen stellt euch einfach so viele Vortex-Motorräder in den Nachtclub rein, so viele Kopien, wie ihr euch dann auch machen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr es alles soweit habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch zunächst in euren Bunker, lauft dann hinten in eure MOC rein. Das Deathbike muss sich auf jeden Fall auch in der MOC drin befinden, so wie jetzt bei mir der Fall. Wir steigen einmal auf das Deathbike auf. Ich kann es jetzt noch einmal zeigen. Wir gehen hier auf die Arena War Seite, dann geht ihr auf aufrüstbare Fahrzeuge und dort findet ihr unten den Gargoyle. Das ist das Motorrad, was ihr dann hinterher ummodifiziert zum Deathbike. Und ja, wie gesagt, wir steigen einmal aufs Deathbike auf, fahren aus der MOC raus, wir steigen vom Bike ab, laufen aus dem Bunker raus. So, sind wir jetzt draußen angekommen, dürfen wir jetzt kein persönliches Fahrzeug anfordern. Ihr könnt euch jetzt gerne aus der Kosatka den Sparrow anfordern, ein CEO Buzzard oder schnappt euch einfach irgendeine NPC-Karre, nur kein persönliches Fahrzeug anfordern. Und ja, jetzt begeben wir uns zum Motorradclubhaus. Dort beim Motorradclubhaus angekommen, steigt ihr einmal auf der Vortex auf, drückt dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Nun müsst ihr irgendwas ändern am Motorrad, irgendwas Günstiges. Dann können wir die Fahrzeugwerkstatt wieder verlassen. Ihr werdet sehen, unten rechts bekommen wir jetzt eine goldene Ladeschnecke. Und wir begeben uns wieder zurück zu unserem Bunker. So, im Bunker wieder angekommen, steigen wir auf das Deathbike auf. Fahren dann wieder zur MOC. Einfach zum blauen Kreis, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, die Fahrzeuglagervollmeldung nehmen wir an und schon haben wir die erste Kopie abgespeichert. Jetzt bekommen wir wieder die goldene Ladeschnecke. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie wir uns noch die zweite Kopie machen. Wir steigen einfach wieder aufs Deathbike auf, fahren aus der MOC raus, wir steigen vom Deathbike ab, gehen dann aus der MOC raus. Auch hier jetzt wieder in irgendeinem Heli einsteigen oder irgendein NPC-Auto schnappen und wieder zum Motorradclubhaus. Dort beim Motorradclubhaus angekommen, seht ihr, wir haben hier schon die erste Kopie stehen. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir steigen aufs nächste Vortex-Motorrad auf. Drücken dann wieder Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Auch hier wieder irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Was ihr da ändert, ist ganz egal. Und ja, mit diesem Glitch bekommt ihr auf jeden Fall auch saubere Kopien. Das heißt, ihr benötigt kein iFruit-Kennzeichen. Als nächstes einfach wieder das Motorrad-Clubhaus verlassen, wieder zum Bunker begeben. Beim Bunker angekommen, steigen wir dann wieder auf das Deathbike auf. Fahren wieder zur MOC hinten hin. Einfach wieder zum blauen Kreis fahren, Steuerkreuz nach rechts drücken, Fahrzeuglager-Vollmeldung annehmen. Und schon habt ihr die zweite Kopie abgespeichert. Und ja, so könnt ihr euch jetzt permanent die Fahrzeuge duplizieren. Und ja, wenn jetzt euer Motorrad-Clubhaus voll ist, dann stellt einfach die Motorräder in irgendeine andere Garage und kauft euch dann das Clubhaus wieder voll mit Vortex-Motorrädern. Und so könnt ihr die ganze Zeit duplizieren. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.